Hallihallo, mein Name ist Diana Müller, ich bin unabhängige Stand-up-Demonstratorin und heute habe ich was ganz Besonderes. Und zwar eine Challenge, die kommt von Gerstmann Design, das ist Bianca Gerstmann. Und sie, oh, ich mach mal auf. Sie schreibt, liebe Diana, zeig deinen Lieben, Kunden doch mal mit dem Stempelset Making Everyday Bright eine Geburtstagskarte für ein Mädchen im Alter 5 bis 9 Jahre. Benutzen darfst du außerdem ein Stempelset mit Geburtstagsgruß. Ansonsten mein vorgeschnittenes Material. Eventuell Stanzen. Nicht alles aufbrauchen, aber auch nichts dazu. Ich bin gespannt. Viel Spaß beim Basteln. Ja, Bianca. Herzlichen Dank, ich bin auch gespannt. Ich pack mal aus. Das ist eigentlich eine ganz schöne Unterlage. Ich mache das mal so. Also, Mädchen, 5 bis 9 Jahre Geburtstagskarte. Und da kommt, oh, und dann wird es gar nicht rosa, aber ich denke, das ist Sommerbeere, Doppelsommerbeere. Grau, das könnte, was ist das? Ich glaube, das ist Schiefergrau. Weiß, das könnte Jade sein, bin ich mir ziemlich sicher. Nochmal weiß, also Flüsterweiß, dann einige Streifen Himbeerrot. Ui, und ein Designerpapier mit Schmetterlingen. Oder Streifen. Da muss ich mal gucken, was ich da nehme. Hier sind noch mehr Schmetterlinge. Okay. Herausforderung angenommen. Ja. Und Making Everyday Bright. Das ist dieses Stempelset. Das habe ich. Das ist kein Problem. Einen schönen Spruch noch. Da gucke ich gleich mal, was ich da nehme. Und ich muss gerade mal schauen, wie ich da was zusammenklebe. Also ich darf schneiden, ich darf die vorgefalzten, also das ist der Kartenrohling, den darf ich natürlich nehmen. Ich darf kein zusätzliches Papier nehmen und ihr seid jetzt live dabei, wenn ich versuche, dafür eine schöne Karte zu machen. Stempel ist auch klar, Stempelkissen habe ich hier, das war klar, dass wir uns die nicht gegenseitig per Post schicken. Ja, da muss ich mal schauen. Das wird ein Video mit viel Schnelllauf und ich muss jetzt mal in mich gehen. Ich hätte auch schon einen Stempel im Visier. Da muss ich gleich mal gucken. Und ja, mal schauen, was ich da draus mache. Ich weiß es noch nicht. Ihr seid dabei und ich freue mich und ich hoffe, es gefällt euch. Das sieht auch schon mal ganz cool aus eigentlich. Okay, also, wir haben Calypso, Jade, Himbeerrot und das ist das Designerpapier. Das werde ich auch benutzen. Ich weiß nur noch nicht, in wie viel davon. Bin mal gespannt, ob ich das einfach so ein bisschen ausschneide. Auf jeden Fall darf ich stanzen, das ist schon mal wichtig. Und ich gucke mal, auf welchem, das passt doch schon mal ganz gut. Thank you.
Also jetzt habe ich das zerschnitten. Ich habe hier schon meinen schönen Geburtstag. Vielleicht nehme ich aber auch hier das hier. Da muss ich nochmal gucken, welches ich schöner finde. Ansonsten fände ich hier das irgendwie schon ganz schön. Und würde dann wahrscheinlich diese... Oh, na, das schneiden wir mal weg. So. Ah, das ist gerade so ein bisschen ärgerlich. Weil, tim, tim, tim. Ach so, muss ja eh so rum. Da ist so ein Schmetterling im Hintergrund. Man könnte das natürlich auch so machen. Und eigentlich dieses Gelb nicht so schön. Das würde ich gerne so ein bisschen abdecken. Oder nehmen wir doch lieber hier das. Ah, das habe ich auf jeden Fall schon ein bisschen von meinem Papier auch verschnitten. So. Also bislang habe ich nur... Da dachte ich, die klebe ich dann halt hier so drauf. Aber was nehme ich jetzt noch von dem Making Everyday Bright? Also, ihr seht, es ist jetzt doch, ich bin jetzt doch auf Himbeerrot umgeschwenkt. Aber irgendwas würde ich schon gerne hiervon noch mehr benutzen. Bislang ist das ja relativ wenig, was ich hiervon benutzt habe. Auf jeden Fall können wir hier das Herzchen noch draufsetzen. So. Das ist ja schwierig. Also ich bin total überrascht. Ich bin wirklich total überrascht von dem Designerpapier. Ich finde das auch nicht so leicht, muss ich sagen. Ich finde das wirklich nicht easy. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Knifflig für mich. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich weitermachen soll. Aber jetzt habe ich mir ja mein Weiß schon ziemlich zerschossen und zerstochen. Da würde ich jetzt, einfach weil ich mich nicht entscheiden konnte und weil ich das manchmal brauche, dass ich dann dieses oder dieses nehme. Ich finde das mit dem Dunklen am schönsten. Ich habe mir mal meine Handstanze noch geholt und versuche jetzt... Ah, ich habe ja noch das Bändchen. Ah, das kommt mir jetzt eigentlich ganz gelegen. Das hat sich ein bisschen versteckt. Tum, tum, tum. Tada, guck mal da. Das ist eine gute Länge. So, vielleicht. So, oh, das wird natürlich auf jeden Fall, wird das, also weil dieses Designerpapier hätte ich überhaupt nicht gehabt. Ich, also für mich ist das wirklich eine Herausforderung, Bianca. Ja. Naja, überfordert jetzt auch nicht, aber... So, jetzt hat es durchgeschnitten. Mal gucken, wie das aussieht. So. Schleife draus. Vielleicht machen wir einfach eine Schleife draus.
Heißt ja nicht umsonst Challenge, ne? Ich denke, mit Schmetterlingen und Glitzy, das wird dann schon passend sein für ein kleines 5- bis 9-jähriges Kind. Was meint ihr? So würde ich es, glaube ich, jetzt zusammen. So klebe ich es, glaube ich. Dann habe ich hier noch die Glitzy-Punkte. Ja, hier das habe ich jetzt noch gar nicht benutzt. Ne? Da kleben wir das noch da oben hin. Oh, das wird zu viel. Oder? Oder nicht? Ganz bisschen hier unten noch rausgucken. Ja, das vielleicht noch. Meint ihr? Ich finde, das passt irgendwie nicht. Sorry. Das muss wieder weg. Also, ich klebe dann jetzt mal auf. Ich klebe. Oh nein, sie klebt. Ansonsten habe ich auch nur noch hier das. Das könnte ich vielleicht noch als... Will ich das noch als Unterlage haben? Oder will ich es hell? So. Will ich das so? Ja, so machen wir das. Also, tschüss. Ich hoffe, es gefällt euch, sowas mal mitzuerleben. Also da war jetzt wirklich, ich habe es auch noch nicht aufgepackt gehabt. Und ich hoffe auch, ich habe jetzt für Bianca die Challenge erfüllt, weil es ist ja jetzt gar nicht so einfach. So viel Stempel habe ich nicht benutzt, aber ich habe auf jeden Fall die Handstanze auch benutzt, die es im Set gibt. Die könnt ihr auch noch bestellen. Es ist noch zu kaufen, allerdings schon im Ausverkauf, weil es ja nur... wo klebe ich dich jetzt hin? Moment, ich kann gerade nicht so gut reden und kleben. Im aktuellen Saisonkatalog ist.